Seit Wochen wird über die Zuwanderung von Sinti und Roma nach Deutschland diskutiert. Grünen-Chefin Roth forderte jetzt die Bundesregierung auf, die Gründe der Roma für ihre Flucht aus Osteuropa zu hinterfragen. Roth reist zurzeit durch Serbien und Bulgarien, um sich vor Ort ein Bild von der Lage der Roma zu machen. Für Claudia Roth ist dieser Termin mehr als nur eine kurze Stippvisite. Beim Treffen mit der stellvertretenden bulgarischen Ministerpräsidentin will sie genau wissen, was Bulgarien für die Roma tut. Am Tag zuvor hatte sie die größte Roma-Siedlung am Stadtrand der bulgarischen Hauptstadt Sofia besucht. 35.000 Menschen leben hier auf engstem Raum. Roth sieht Versäumnisse bei der Stadt. Das fängt an, dass man illegal Müll abladen lässt. Das geht weiter, dass man nicht dafür sorgt, dass in einem Stadtviertel, in dem 35.000 Menschen leben, überall auch sanitäre Anlagen sind. Viele der Roma wollen ihrer Not entfliehen, so wie die Familie Asenovi. Sie lebt auf 20 Quadratmetern mit 4 kleinen Kindern. Lubomir Asenovi findet als Bauarbeiter keine Arbeit mehr. Er will mit der Familie nach Deutschland gehen, der Kinder wegen. Ich möchte nach Deutschland gehen, nach München und auf dem Bau arbeiten. Dann will ich meine Familie nachholen, damit meine Kinder mal ein besseres Leben haben. Die bulgarische Regierung weiß, dass die Auswanderung von Roma in Deutschland Ängste schürt. Zwischen Deutschland und Bulgarien arbeiten wir an einer politischen Lösung, damit die Roma in Deutschland nicht die Sozialsysteme missbrauchen. Um das zu verhindern, braucht Bulgarien internationale Hilfe für seine Roma.